Gehen wir zum Sportlichen. Die Windverhältnisse sind ja an diesem Wochenende etwas in den Vordergrund gerückt, wenn man versucht hat oder all jene, die in der Nacht auf Sonntag unserer Zeit aufgestanden sind, um die Herren bei der Olympiaabfahrt zu sehen, die ja dann immer weiter verschoben wurde, jetzt ohne Windprobleme über die Bühne ging, muss man sagen. Wie schätzen Sie die Windverhältnisse ein? Ja, es ist sicher schwierig. Also heute war der erste Tag, wo es eigentlich nicht komplett windig war. Ansonsten war es immer so, dass es schon ziemlich gelüftet hat. Es war auch eher kalt. Und ja, ich glaube, gegen den Wind kann man nichts tun. Also wenn du einen hast, dann du kannst ja nur fahren und das Beste probieren. Und wenn du einen hast, dann kannst du nicht abstellen. Aber ich glaube, es war sicher richtig, dass man wieder Herren von heute auf gestern verschoben hat. Was ich in Yangqing grundsätzlich anders als in den anderen Hängen oder auf den anderen Hängen des Weltcups, die Sie ja bestens kennen? Ja, ich glaube, der Schnee ist sehr speziell, der ist sicher. Es ist ein sehr trockener Schnee, es ist alles Kunstschnee. Die haben ja da, glaube ich, 5 cm Niederschlag im Jahr. Und was noch anders ist, einfach die Pisten, die haben sie irgendwo im Berghof gebaut. Also da hat es davor sicher noch kein Gelände für ein Skiorke. Und das macht das Ganze dann sicher sehr, sehr speziell. Sie fahren auf körigen Hai-Ski, es ist alles Kunstschnee, wie gerade eben beschrieben. Was ist die Herausforderung ans Material, wenn es 100% Kunstschnee ist? Ja, ich glaube, da muss man sicher eine sehr, sehr feine Klinge fahren, weil jeder Drifter, jeder Rutscher wird da bitter bestraft. Und ich glaube, also unsere Skifirma ist da gut eingestellt, wie wir heute in der Abfahrt gesehen haben. Da haben sie jetzt auch einen Dreifach, ich glaube sogar einen Vierfach-Sieg gehabt. Und von dem her mache ich mir jetzt doch keine Sorgen. Ich glaube, so wie es mal was ist zum Durch und sonst sind die von der Skifirma auch noch da.